Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. In diesem Video stelle ich Ihnen eine Aktie vor, die im 4D Asset Oszillator enthalten ist. Der 4D Asset Oszillator ist ein Anlagezertifikat, das von Herbst bis Sommer 100% in Aktien investiert ist. Und diese Aktien stelle ich hier vor. Wenn Sie noch kein Investor sind und es werden wollen oder sich informieren wollen, dann verlinke ich Ihnen das. Dann können Sie sich über diese Anlagestrategie informieren. Hier geht es darum, Investoren zu informieren. Disclaimer bitte beachten, das ist keine Anlageberatung, sondern soll nur zur Information dienen, warum ich diese Aktie für den Asset Oszillator ausgewählt habe. Und heute geht es um Carbios. Wenn Sie die Seite www.asset-oszillator.de/portfolio oder auf die Asset Oszillator Homepage gehen und dann hier eben Portfolio wählen, dann landen Sie auf dieser Seite, die Sie jetzt hier hinter mir sehen. Und hier ist das Portfolio, das eben von Herbst bis Sommer investiert ist. Und da sehen Sie Carbios. Wenn Sie hier auf den Namen drücken, dann landen Sie direkt bei Carbios auf der Homepage. Und dann sehen Sie, was macht Carbios. Das ist eine ganz neue Firma. Die haben ein neues Verfahren entwickelt, wie sie aus Plastikmüll Textilien herstellen können, Werkstoffe herstellen können. Also ein Recyclingunternehmen. Und das ist was ganz wichtig, denn das Plastik ist ja ganz verpönt, Plastik. Und das ist richtig so. Wenn es nämlich in die Umwelt gelangt oder einfach weggeschmissen wird, ist Plastik ganz, ganz schlecht in den Meeren und so. Das brauche ich nicht erzählen, das kennt ihr ja. Aber wenn man es recycelt, ist das ein super Werkstoff. Damit kann man ganz, ganz viel anfangen. Und die haben eben biotechnisches Verfahren, also kalt, mit relativ wenig Energieaufwand, können die eben diesen Plastikstoff auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und das machen die. Die sind aber erst in der Investitionsphase. Gucken Sie sich die Seite an. Nachhaltigkeitsreport. So sieht es aus. Da können Sie sich das erklären lassen, wie das funktioniert. Und wir schauen uns jetzt mal das Unternehmen an. Und zwar, wenn Sie hier auf die eSIN drücken, dann landen Sie bei Onvista. Sekunde, da sind wir gleich. Bei Carbios. Ah, ich muss es ein bisschen rücken, dass Sie das besser sehen. Carbios Kennzahlen. Und Sie sehen hier erstmal, Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein Strich. Warum? Es gibt keine Gewinne. Die haben gerade erst das Werk am Aufbau und haben die Genehmigung bekommen. Das heißt, das ist ein typischer Wachstumstitel, aber eine Marktkapitalisierung von 441 Millionen Euro. Das heißt, es ist jetzt nicht super klein, wie manche andere Aktien, die ich ausgewählt habe, aber es ist so ein kleines Unternehmen nach wie vor mit extrem viel Wachstumspotenzial. Das ist der typische Growth-Titel, Wachstumstitel. Und zwar einer der frühen Phase. Also ich investiere hier schon, bevor das Wachstum da ist. Wir können das an den Fundamentaldaten sehen. Gewinn gibt es nicht. Verlust, 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 Verlust. Hier gab es 21, gab es mal einen kleinen Gewinn. Aber die sind erst am Aufbau und die haben jetzt erstmal das Werk genehmigt bekommen, neues großes Werk. Und das wird in 2 Jahren dann laufen. Das heißt, Gewinne werden erstmal nicht da sein. Ja, deswegen die ganzen Kennzahlen kann man sich alle schenken. Das ist ein Wachstumstitel. Ich finde es eine super Branche. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Abfälle nicht einfach wegschmeißen oder verbrennen gar. Schlimmeres kann man, glaube ich, nicht machen für die Umwelt, sondern recyceln. Und wenn man den Chart anguckt, dann sieht man, dass das schon ganz schön viel Leben drin ist, jetzt gerade wieder runtergegangen, jetzt wieder hoch, aber das Tief im Oktober noch nicht. Ja, wenn man mal maximal anguckt, dann sieht man, ja, das war das Jahr mit dem kleinen Gewinn, dann schießt sie gleich an die Decke, das muss man sich mal vorstellen, das ist hier von 6 auf 48, ja. Ja, für 7 verachtfacht, ja, also ratzfatz, wenn da mal Gewinne da sind. Und das ist der Wachstumstitel, von dem erwarte ich eben auch nicht nur eine Verdoppelung, sondern Verdreifachung, Verzehnfachung, vielleicht sogar Verhundertfachung in den nächsten 10 Jahren.
so dass alles gut funktioniert. Das muss man nicht überwachen. Ein ganz, ganz toller Titel. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Der ist natürlich nur relativ klein gewichtet, aber ich halte Carbios für ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Und jetzt gucken wir mal, wer da noch investiert wird. Ah, das ist hier zu sehen. Also wir haben hier etliche große Investoren. Acardis ist investiert, Fidelity Investment, BlackRock ist mit dabei, nochmal Acardis, BNP Paribas, also Amundi. Also die größten Vermögensverwalter sehen das auch so. Dr. Jens Ehrhardt ist hier mit dabei. Das gibt immer ein gutes Gefühl. Ein super Vermögensverwalter, toller Analyst. Insofern ist man hier in guter Gesellschaft als Investor. Und das ist auch ein Beweggrund, dass meine Analyse nicht alleine reicht, sondern ich gucke natürlich auch, dass hier namhafte Investoren mit dabei sind oder meistens auch Fondsmanager, die ich persönlich kenne, die mir es empfohlen haben. Und so ist es hier auch der Fall. Also Carbios setzt sich große Stücke drauf. Die werden einiges tun, große Stücke tun für die Umwelt und auch für unser Portemonnaie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Video.